Hallo zusammen. Ich bin ja eigentlich gar nicht da. Ich habe ja die Knieoperation hinter mir. Gestern kamen die Fäden raus. Aber da habe ich sowas mitgekriegt bei uns. Da hat einer angefragt, ob er einen Heizlüfter an dieser Box betreiben kann. Ich habe hier so einen Heizlüfter als Muster, habe ich bei uns in der Werkstatt geklaut. Er hat gefragt, ja, er hat 800 bzw. 1200 Watt und unser Mitarbeiter hat dann gesagt, ja, auf 800 Watt kann man betreiben, auf 1600 Watt nicht. Ja, ob wir ihm das garantieren können, dass dieser Heizlüfter mit dieser Box läuft. Ja, er kann vorbeikommen, kann das ausprobieren. Wenn es klappt, kann er so eine Box mitnehmen, der war hier aus der Region. Der ist vorbeigekommen. Es ist so, dieser Heizlüfter auf der niedrigen Stufe, 800 Watt, also seiner, den er gebracht hat, der läuft an dieser Box. Ja, er hätte jetzt das ausprobiert und er könne damit seine Wohnung heizen. Und sage, ja, aber an dieser Box läuft dieser Heizlüfter 1,5 Stunden. Und dann ist diese Box leer. Ja, aber wir hätten ihm gesagt, dass diese Box, der Heizlüfter an dieser Box läuft. Ja, läuft er. 1,5 Stunden und dann ist diese Batterie hier drin leer. Das wollte er nicht begreifen. Weil er hätte jetzt auch ausprobiert, jetzt bei den Temperaturen 30 Grad, wenn er seinen Heizlüfter laufen lässt, kommen hier vorne über 60-gradige Luft raus. Ja, aber 60 Grad hat nichts mit Leistung zu tun. Bei uns in der Schule wird nicht gelehrt, was Leistung ist, was Energie ist. Das wird jetzt seit Jahren so besprochen, es wird eher über Gender oder sonst einen Schwachsinn diskutiert. Oder was CO2 ist, das ist ein Kältemittel so nebenbei. Wo kommt die Energie her? Erster energetischer Hauptsatz ist, Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden. Wenn hier drin, da sitzt so eine Batterie, die hat 1280 Wattstunden Kapazität. Daran kann ich den Heizlüfter mit 800 Watt Leistung 1,5 Stunden lang betreiben und dann ist diese Batterie leer. Ja, er will jetzt damit Energie sparen. Nur, ich sag mal, die Box hier, die kostet 1400, den Heizlüfter noch dazu, 1400, der Heizlüfter kostet nicht weltbewegend viel, für 1,2 Kilowattstunden Leistung, das ist sehr teuer. Klar, man kann sie wieder aufladen und so weiter. Wir reden jetzt über Gasumlage oder Gaspreise, Energiepreise. Was kostet denn die Energie, um ein Haus zu heizen? Da war die Diskussion, wir haben polnische Mitarbeiter, ja, in Polen sei jetzt der Kohlepreis gestiegen. Auf dem Land draußen wird da noch sehr viel mit Kohle geheizt. Haben die was von Slotty erzählt und so viel. Und dann habe ich mal umgerechnet, da kosten das Kilowattstunde etwa 12,5 Cent. Damit kann man ja was anfangen. Ein Kilowattstunde kostet 12,5 Cent. Für ein Haus brauche ich vielleicht 20.000 Kilowattstunden. Also das heißt, das wären dann 2400 Franken oder Euro Kohle, die ich dann in Polen brauche. Aber die Kohle ist ja dann noch nicht im Ofen und die Arbeit, ich weiß noch nicht, wo der Preis ist, ist das beim Händler abgeholt oder ist das schon vors Haus geliefert? Ich habe zum Beispiel jetzt Heizöl bestellt. Da kostet mich das Kilowatt 15 Rappen.
Watten pro Kilowattstunde. Wenn ich den Strom rausnehme aus der Steckdose, dann zahle ich dafür jetzt 15,5 Kilowattstunden. Da kommt wieder dieser Heizlüfter. Das heißt, mit diesem Heizlüfter habe ich jetzt bei uns in der Gemeinde Kosten von 15 Rappen pro Kilowattstunde. Wenn ich den Heizlüfter bei uns in der deutschen Firma betreibe, da will der Grundversorger von uns 68 Cent. Also 68 Rappen, fast, pro Kilowattstunde. Das heißt, wenn ich in Deutschland jetzt den Heizlüfter einstecke, kostet mich das richtig Knete. Und das mal die 20.000 Kilowatt, was man rechnet, für ein Wohnung, Haus zu heizen, das ist sehr unterschiedlich, brauche ich dann um die 12.000 Franken zum im Winter durchzuheizen. Dann habe ich da letzten Fernseher geguckt, da steht ja, ein Single-Haushalt braucht so viel, ein Pärchen braucht so viel und eine Normfamilie mit zwei Kindern, durchschnittlich ist glaube ich jetzt weniger als ein Kind, braucht dann so viel. Ja, ich habe einen Bekannten, der wohnt in einem 10-Zimmer-Haus, ist aber Single. Das geht nicht auf. Diese Angaben so, ja, etwa ungefähr. Mich interessiert ja, was zahle ich pro Kilowatt? Bei uns soll zum Beispiel ab Waldrand, hat früher um die 80 hat man bekommen, 80 Schweizer Franken pro Kubikmeter. Heute liegen wir bei über 200. Wenn ich das dann rechne, das Holz, wieder umgerechnet in Wärme, dann kostet mich das Holz circa 10 Rappen oder Cent pro Kilowattstunde. Da ist das Holz aber noch am Waldrand. Also ich muss es noch transportieren, ich muss es noch kleinschneiden und ich habe noch die Arbeit, bis es dann effektiv im Ofen drin ist, so wie bei der Kohle. Beim Gas haben wir früher um die 8 Cent bezahlt pro Kilowattstunde. Jetzt reden wir von 32 Cent pro Kilowattstunde und in Deutschland wollen sie jetzt noch eine Umlage drauflegen, eine Gasumlage. Eine Gasumlage ist ja nur eine Subvention, also das heißt, ich nehme das Geld vom einen, also der kleine Gaskunde, der den Endpreis zahlt und dann gebe ich das Geld irgendwem weiter. Wo das hinkommt und wie viel das da ankommt, das wissen wir ja auch nicht. Was habe ich noch für eine Möglichkeit, um mein Haus zu heizen? Kohle, vielleicht habe ich das, eben 12,5 Cent. Ich habe direkt elektrischen Strom, je nach Anbieter, zwischen jetzt hier 15 bis 68 Cent. Dann habe ich die Möglichkeit Öl. Ich habe jetzt gekauft für etwa 15 Cent das Kilowattstunde. Holz liegen wir bei 10 Kilowattstunden. Und jetzt, dieser Mann hat gesagt, ja, er hat eine Wärmepumpe und er hat ja herausgefunden, dass die Wärmepumpe, die läuft ja nicht mit Gas, die läuft ja mit Strom. Und wenn es zum großen Blackout kommt, denke ich nicht dran, aber er hat Angst vor einem großen Blackout, dann läuft seine Wärmepumpe nicht mehr. Die Wärmepumpe braucht etwa ein Drittel Strom, was ein Heizlüfter braucht. Also heißt, hier in der Schweiz sind wir dann bei 5, 6 Rappen pro Kilowattstunde. In der deutschen Firma, da liege ich schon bei 20 bis 25 Cent pro Kilowattstunde. Also ist auch da nicht so interessant, damit zu heizen. Was habe ich eine Alternative? Ist eine Diskussion und ich zeige ich euch jetzt. Hier ist unsere Abfallabteilung. Hier sammeln wir ein bisschen Styropor und Industriemüll. Und hier in der Mitte steht eine Ballenpresse für Wellkarton.
Ich könnte jetzt auch den Weltkarton im Kamin verfeuern. Wenn ich jetzt diesen Weltkarton verfeuere, Weltkarton hat etwa den gleichen Brennwert wie Holz pro Kilogramm. Nur, was darf ich jetzt Karton verheizen? Erstens hat es da Druckerschwärze drin, es hat noch Plastik dran. Zweitens ist es verboten. Lass die Finger davon. Das gibt eine Umweltbelastung, dass es nicht mehr schön ist. Da ist jetzt auch in der Thema in der Schweiz, dürfen wir Generatoren laufen lassen, die nicht den Abgasnormen entsprechen. In der Schweiz gibt es ein Gesetz, dass ich Notstromgeneratoren eigentlich nur 50 Stunden im Jahr betreiben darf, wenn sie nicht den Normen entsprechen, also den Abgasnormen. Jetzt wollen sie das verlängern, weil die Generatoren vom Bund, also von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die dürfen länger laufen. Die Industrie, die heute Generatoren hat, dass man die dann in der Energiekrise, in der Strommangellage weiter betreibt, aber natürlich nur 50 Stunden, das sind 2 Tage oder fast, nach Gesetz jetzt aktuell. Ja, das soll es gewesen sein. Also mit so einer Batteriebox heizen könnt ihr vergessen. Ihr könnt, klar, die Ölheizung betreiben beim Blackout. Da habe ich ein Video gemacht hier oben. Verlinke ich euch. Und ich wünsche euch immer schön Energie. Und hoffentlich haben wir auch in Zukunft genügend Energie, dass wir unseren Wohlstand behalten können. Ich wünsche euch einen schönen Tag.